Question Answering ist eine Technologie, die es Nutzern ermöglicht, Fragen direkt zu stellen. Man kennt es ja jetzt schon aus dem Alltag in seinem Smartphone. Dort hat man zum Beispiel Apple, Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana oder im Unternehmensumfeld IBM Watson integriert. Dort stellt man einfach seine Frage, bekommt direkt eine Antwort zurück. Und solche Systeme sind eben wesentlich effizienter als zum Beispiel traditionelle Suchmaschinen, bei denen man erstmal eine Frage stellt und dann mit mehr Zeitaufwand in den Antworten nach der eigentlichen Information sucht, die man braucht. Das heißt, Question-Answering-Systeme machen die Suche nach Informationen wesentlich effizienter. Wenn man als Firma Question-Answering nutzen möchte, muss man sich hauptsächlich zwei Fragen stellen. Zum einen, was für Anfragen möchte ich für die Kunden beantworten? Und zum anderen, aus welchen Quellen soll das Wissen eigentlich kommen, um die Anfragen zu beantworten? Bei der ersten Frage gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel im Kunden Fragestellung beantworten, wenn er Fragen hat zu einem konkreten Produkt. Oder ich möchte den Kunden vielleicht mehr unterhalten und interaktive Dialoge führen. Und zur zweiten Frage gibt es ebenfalls wieder viele Quellen, aus denen das Wissen eigentlich kommen kann. Das können Unternehmensdatenbanken sein, aber auch jede Menge frei verfügbares Wissen kann in solche Question-Answering-Systeme rein integriert werden. Und wir am Fraunhofer IIS arbeiten speziell mit Wissensgrafen, die es eben ermöglichen, viele Quellen zu integrieren, um die intelligent in Question-Answering einbringen zu können. Die Interaktion mit dem Computer wird auf jeden Fall menschlicher werden. Das heißt, es wird immer mehr Intelligenz von der Software erwartet und dafür soll sie den Menschen immer mehr entgegenkommen. Das hat man schon beim Touchscreen beobachtet, der sich schon überall durchgesetzt hat. Und jetzt wird es auch mit der Sprache so ähnlich der Fall sein. Das heißt, Menschen können einfach Anfragen stellen, die sie interessieren und die Software muss sich dann selbst darum kümmern, dass die richtig beantwortet werden kann. Und die Vision hat man schon seit vielen Jahren. Sogar in den 60er Jahren, als es noch Lochkarten gab, wollte man das realisieren. Aber erst durch den großen Fortschritt jetzt in der künstlichen Intelligenz wird sich das Ganze in der Breite in den nächsten Jahren dann durchsetzen. Im Prinzip gibt es eine ganze Menge von Einsatzgebieten für Question Answering. Man kann es in allen Bereichen einsetzen und wir bekommen tatsächlich Anfragen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das kann unternehmensintern sein, indem man zum Beispiel seine Enterprise Resource Planning Software erweitert um Question Answering Fähigkeiten. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel die Geschichte der letzten 1000 Jahre von Deutschland in ein Question Answering System gießen möchte, um ins Museum zu helfen. Und es gibt jede Menge weitere solche Anwendungsfälle. Das heißt, man kann Question Answering breit in vielen verschiedenen Gebieten einsetzen und bekommt jeweils höhere Effizienz und höhere Zufriedenheit beim Kunden durch den Einsatz solcher Systeme.